Willkommen in Österreich. Bereits vor einigen Wochen hat Skoda den überarbeiteten Octavia vorgestellt. Jetzt gibt's endlich das Topmodell, den Octavia RS. Die Front des Skoda Octavia RS unterscheidet sich deutlich von der Serie, wobei wir auch hier natürlich die neuen geteilten Scheinwerfer finden. Wichtig ist aber, beim RS-Modell sind hier Voll-LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht Serie. Außerdem an der Front ein echter Unterschied ist hier der dunkle Grill mit dem integrierten Radarsystem und natürlich dem RS-Logo. Und ganz wichtig ist auch noch die Schürze unten, die ist einfach flacher, knackiger und hat zudem diese großen Lufteinlässe. An der Seite finden wir diese schönen Aluräder und die gibt es bis maximal 19 Zoll. Aber viel auffälliger sind natürlich die roten Bremssättel auf der verstärkten Bremsanlage. Insgesamt sieht das Auto irgendwie flacher, dynamischer aus. Und das liegt daran, dass hier das Fahrwerk im Vergleich zur Serie um 15 mm abgesenkt wurde. Die Rückseite des RS, finde ich, sieht irgendwie sportlicher, dynamischer aus als das Standardmodell. Und zwei gute Gründe dafür sind sicherlich die Auspuffrohre. Der Innenraum des Octavia RS bietet, genau wie der normale Octavia, für Fahrer und Beifahrer richtig viel Platz. Wir haben eine wirklich gute Sitzposition. Ich kann das Lenkrad richtig schön zu mir ranziehen und sitze einfach nur gut im Auto. Das unterscheidet sich nicht. Was sich jedoch unterscheidet, ist, wir haben hier drin die Sportsitze mit integrierter Kopfstütze. Da muss ich sagen, die sind nicht nur bequem, die bieten zusätzlich auch richtig schön Seitenhalt und sehen auch noch klasse aus. Im Vergleich zum normalen Octavia gibt es hier beim RS-Modell auch optisch einige Unterschiede im Interieur. So haben wir zum Beispiel sehr schöne Ziernähte an dem Lenkrad, an der Schaltkulisse und auch an den Sitzen. Ein weiterer Unterschied ist, wir haben hier relativ viele Carbon-Oberflächen und das gibt dem Fahrzeug einfach nochmal so einen richtig sportlichen Look. Für den Octavia RS gibt es zwei unterschiedliche Motoren, nämlich ein 2 Liter Diesel und ein 2 Liter Benziner. Der 2 Liter Diesel leistet 184 PS und 380 Newtonmeter. Der Benziner hat ein bisschen mehr Kraft, nämlich 230 PS, das sind 10 mehr als beim Vorgänger und das Ganze bei 350 Newtonmetern. Das reicht, um das Fahrzeug in nur 6,7 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Topspeed sind 250 Stundenkilometer. Einen wichtigen Unterschied gibt es außerdem noch. Für beide Fahrzeuge gibt es sowohl das Handschaltgetriebe, Sechsgang, wie auch das DSG. Jedoch ganz wichtig, der einzige Wagen mit Allrad ist der mit dem Dieselmotor. Den Octavia RS zu fahren, da muss ich sagen, das macht einfach Spaß. Der Wagen ist, wie gesagt, sehr geräumig. Es ist relativ ruhig hier drin. Ganz wichtig aber, ich habe, wenn ich will, einen richtig schönen, bärigen Sound vom Auspuff. Und das Auto bietet eine ziemlich breite Range von sehr komfortabel bis hin zu recht sportlich. Das liegt unter anderem daran, dass wir hier das sogenannte DCC, das Dynamic Chassis Control, an Bord haben. Und das bedeutet, ich habe unterschiedliche Fahrmodi von sehr sparsam über normal und komfortabel bis hin zu Sport und kann damit wirklich eigentlich alles abdecken, was ich möchte. Was der Wagen aber bezogen auf Sport kann, das schauen wir uns jetzt auf dem Handling-Parcours an. So, jetzt sind wir mit unserem RS hier auf dem Handling-Parcours, mal zu gucken, was er da dann abliefert. Da muss man sagen, die Beschleunigung ist schon sehr ordentlich. Jetzt schauen wir uns mal die Bremsen an. Auch sehr gut. Und was das Fahrwerk kann, das sehen wir gleich in den nächsten Kurven. Was ich jetzt wirklich gerne hätte, das wäre Allradantrieb. Und das gibt es aber, wie gesagt, beim RS nur für das Dieselmodell aktuell. Es kommt aber später im Jahr der Octavia RS 245, das neue Topmodell. Und ich hoffe, dass es da dann auch ein Allrad gibt.
Zusätzlich zum Topmodell RS haben wir heute die Möglichkeit, auch noch den neuen Scout zu fahren. Mit dem gehe ich jetzt mal kurz ins Gelände. So, jetzt bin ich hier mit dem neuen Octavia Scout auf dem Testgelände unterwegs. Wollen wir auch mal schauen, was da denn so bezogen auf den Allrad kann. Das hier ist jetzt gerade mal so ein bisschen Schräglage fahren. Das sind aber nur so knapp 45 Grad. Macht er ganz ordentlich. Der Octavia Scout bietet neben den Fahrprogrammen, die wir von den anderen Octavias kennen, einen Offroad-Modus. Und dazu gehört auch der sogenannte Downhill Assist. Dabei fährt das Fahrzeug hier, ohne dass ich die Pedale benutze, ganz locker mit der von mir vorgewählten Geschwindigkeit auch solche Berge runter. Der Octavia Scout, der hat halt immer ein Allrad an Bord. Und damit kommt er ziemlich gut vorwärts. Auch wenn es mal ein bisschen enger wird, so wie hier. Und man von einer Seite Schräglage auf die andere wechseln muss. Dann hängt da mal eben zwei Räder in die Luft, macht da ganz locker. Das war unser Test mit dem neuen Skoda Octavia RS. Der Wagen startet bei uns in Deutschland für ein kleines bisschen weniger als 31.000 Euro. Und zwar als handgeschalteter 2 Liter Benziner mit 230 PS. Ich finde, richtig viel Auto fürs Geld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Wagen macht richtig Spaß. Und das auch hier auf dem Testtrack.